Ei, oh, let's go. Zurück hier auf dem Arniboy-Kanal. Resident Evil 3, immer noch Crazy Chris hier. So, wir werden von Nemesis verfolgt. Ich habe mich hier mal in den Safe Room geflüchtet. Bin jetzt aber auch im Begriff, hier wieder rauszugehen. Mal gucken, was uns dann erwartet. Das Ausweichen hat ja gut geklappt. Oh. Ach ja. Habt ihr beim letzten Mal gesehen? Nemesis hat einen Flammenwerfer in der Hand. Schon. Nein, Spaß. Ist ein Auto-Jump gewesen. Sollte ich noch was mitnehmen? Nö. Speichern brauchen wir jetzt auch nicht nochmal. Der ist sauer. So, der hat seinen Flammenwerfer kurz mal leer geschossen. Wie ihr vielleicht gerade sehen konntet, hat er auf dem Rücken so einen Tank. Den gilt es abzuschießen, würde ich mal behaupten. Oh, jetzt ist er sauer. Okay, das war übel. Die Granate hat's gebracht.
Also den Tank hat er jetzt nicht mehr, dafür hat er jetzt seinen Flammenwerfer und benutzt ihn einfach mal als Nahkampfwaffe. Na klar. Ui, das war knapp. Vielleicht sollte ich auch mal den Granatenwerfer einfach nehmen. Oh, voll daneben geschossen. Das, der ist ausgewichen, die Drecksau. Na gut. Jetzt kriege ich erstmal eine, ne? Ja, klar. Ja, das ist ja scheiße, komme ich jetzt wieder nicht raus. Puh. Na gut. Ja, der erste Teil hat gut funktioniert, der zweite eher weniger. Das Ding ist, da gibt es ja diesen Elektrokasten. Wenn man den natürlich trifft, ist das gar nicht schlecht, weil der dann schon betäubt wird. Nur den muss man halt erstmal treffen. Wahrscheinlich werden sich jetzt viele denken, ja, ist doch kein Ding, Bro. Ah, wenn du hier so voll in Action bist, schon. Also der kann übrigens auch in der Phase schon, wie ihr seht, mit dem Flammenwerfer zuschlagen. Allerdings ist da die Trefferquote weit geringer als gleich, wenn er den auch als Nahkampfwaffe hauptsächlich benutzt. Ja, und ausweichen ist halt so eine Sache. Trifft mich dieser Scheiß echt. Ich werde bekloppt.
jetzt bin ich schon wieder in dieser Scheißkreislauf gefangen. Hat wohl doch gereicht, der eine Schuss. It's Jill. Do you read me? Loud and clear. You all right? Yeah. Bastard's dead. Good. Fuck him. What were you thinking? Turning yourself into bait. You could have been killed. Don't start. I did what I had to. Ja, da war ja was. Wir wollten eigentlich ja immer noch zur U-Bahn zurück. Kann ich eigentlich nochmal runter? Nein. Versuche die jetzt mal ein bisschen hier hinzulocken, weil wir hier so ein schönes Explosionsfass haben. Ja, aber natürlich laufen die nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, scheint aber ganz gut funktioniert zu haben. Ich meine, der Radius von dem Fass ist auch ein bisschen krass. Okay, eine Fette da am Zaun. Juckt mich jetzt mal nicht. Verschlossen. Gehen wir doch hier mal in den Kendo-Gun-Shop.
Hört sich doch vielversprechend an. Gunshop immer gut. Dürfte echten Fans auch jetzt nicht ganz unbekannt sein, dieser Shop. Dann schmeiße ich das mal weg hier. Weil das Problem ist, ich konnte das jetzt nicht kombinieren, weil die Flinte ab jetzt nämlich zwei Slots einnimmt. Subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gonna be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. Well. Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh, no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right? Take care, Jill. If you're heading to the station, take that service alley out in front of the shop, okay? The key's hanging on the wall. Yep. Hier scheint Kendos Tochter drin zu sein. Ganz schön traurig. So, alles klar, dann speichern wir mal lieber ab. Und dann würde ich auch sagen, das war der, und ich denke, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, der erste Fight gegen Nemesis. Weil natürlich ist so einer nicht so leicht unterzukriegen. Aber naja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Alles klar, Leute, haut rein.